Ich will dir einen zeigen, und zwar der von Deutsch & Gabbana. Welches? Aus dieser Privé-Line mehr oder weniger. Ah, okay. Velvet Desert Oud heißt der. Und den finde ich richtig, richtig gut. Das ist tatsächlich auch ein Alltagsduft von mir, den ich gerne mal trage. Habe ich damals bei Deutsch & Gabbana in New York gekauft. Findet ihr jetzt, glaube ich, nicht bei Douglas. Das ist halt wirklich... Dafür müsst ihr halt nach New York reisen. Nein, nicht jeder kann nach New York reisen. Der Marc hat das in New York sich geholt. Ne? Der ist halt ein Mann von Welt. Das ist also wirklich das aus deinem Munde bodenlos hier gerade. Oh, schöner Duft. Ja, gut. Ist wenigstens einmal. Wenn ich reise, mag ich das gerne auch, in Parfümerien reinzugehen. Also das ist auch so ein Tipp. Ne? Am besten, ihr fliegt in den Urlaub und nehmt gar kein Parfum mit. Ja. Ihr kauft vor Ort ein und ihr werdet immer, wenn ihr das Parfum drauf tut, an diesen Urlaub denken. Safe, ey, das mache ich richtig oft, ohne Witz. Weil ich auch immer Erinnerungen, Momente mit einem Duft in Verbindung bringe. Dementsprechend, nach jeder Ex-Freundin gab es ein neues Parfüm.